Ist das nicht wunderbar? Wir sind schon die Generation, Halleluja, des neuen Bundes, des neuen Testaments. Was für ein Segen. Wir erinnern uns an Ostern, an Karfreitag. Und an Karfreitag erinnern wir uns oft an diese sieben Sätze, an diese sieben Worte Jesus, die am Kreuz, wo er zum Tode verurteilt wurde, sein erstes Wort, er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das zweite Wort richtet er an den auch Traurigen, der auch sollte hingerichtet werden, zu seiner Rechten. Und er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das dritte Wort ist ein Wort, wo er in Solidarität kommt und auch Verantwortung in der Familie. Er sagt, Mutter, hier ist dein Sohn. Und Sohn, hier ist deine Mutter. Selbst am Kreuz. Das vierte Wort ist ein Wort der Verlassenheit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das fünfte Wort ist ein Wort der Menschlichkeit, des Schmerzens, mich dürstet. Das sechste Wort ist ein Wort des Sieges. Es ist vollbracht. Und das siebte Wort ist ein Wort der Ergebung. Er sagt, Vater, in deinen Händen ergebe ich meinen Geist. Und das war das Werk auf Golgatha. Und ich dachte darüber nach und ich dachte, aber bestimmt, das ist Golgatha. Und bei Ostern. Und so habe ich heute eine Botschaft über die sieben Botschaften, die sieben Message von dem leeren Grab. Halleluja, ist das nicht wunderbar? Die Bibel sagt uns, wir lesen Lukas Kapitel 24, aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen einige Frauen mit ihnen zum Grab und brachten die Salben, die sie zubereitet hatten. Sie fanden aber den Stein vom Grab weggewälzt, gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesu nicht. Und als sie darüber ganz ratlos waren, sie, da traten zwei Männer in glänzenden Gewändern zu ihnen und sie erschraken und neigten ihre Gesichter zur Erde nieder. Da sagten die zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Denkt daran, wie er es euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Ich finde es gigantisch, wie Gott in einer übernatürlichen Form die Worte der Auferstehung in unserem Herzen hineinbringt. Denn wir, genau wie die Jünger, wir sind oft ein bisschen vergesslich. Und ich finde es gigantisch, die erste Ansage über die Auferstehung ist am ersten Tag der Woche. Und das ist die erste Botschaft des leeren Grabes. Die erste neue Botschaft, die erste Neuigkeit des neuen des leeren Grabes. Am ersten Tag der Woche. Am ersten Tag, lesen wir in 1. Mose 1, schuf Gott Himmel und Erde. Und jetzt am ersten Tag der Woche schafft er das neue Leben, schafft er die neue Wesen, schafft er uns als neue Personen wieder. Ich finde es interessant, dass die Bibel sehr oft dieses Wort vom ersten Tag der Woche im Neuen Testament gebraucht. Wir sehen es sehr oft, wir sehen es im Gottesdienst, in wo wir sehen in Apostelgeschichte 20,7 über den Gottesdienst am ersten Tag der Woche. Wir sehen über die Einnahme der Zehnten, 1. Korinther 16, Vers 2, jeder bringe das. Und dann sehen wir, wie die Jünger sich versammeln. Es ist gigantisch, in was für einer Dimension der Apostel Paulus immer wiederum darüber spricht, über das, was auch geschieht in 1. Korinther Kapitel 16, Vers 2. An jedem ersten Tag der Woche lege jeder von euch bei sich zurück und sammle, was ihm möglich ist. Ja, die Übersetzung und sagt, proportionell an dem, was er bekommt. Am ersten Tag der Woche. Interessant ist es auch, wir sehen sehr oft, dass der erste Tag der Woche, er wird Tag des Herrn genannt. Wenn wir sehen in Offenbarung 1, Vers 10, da sagt der Apostel Johannes, wo er war, im Tag des Herrn, wo er sich hatte eine Erscheinung, hörte eine Stimme hinter sich, wie eine Stimme von einer Trompete, von einer Posaune auf Deutsch. Und das war am ersten Tag, der Tag des Herrn. Es wird genannt auch Tag des Herrn, der erste Tag der Woche. Wo im alten Bund sie sich versammelten am siebten Tag, wo ist der Tag, wo der Herr ruht, jetzt im neuen Bund kommt etwas Neues. Es bedeutet jetzt der erste Tag der Woche. Die Offenbarung zeigt uns, die Apostelgeschichte zeigt und die Evangelien zeigen uns, dass die Auferstehung am ersten Tag der Woche auch eine geistliche Bedeutung hat.
am ersten Tag der Woche. Die Auferstehung, es ist ein Erstling, es ist eine Neuigkeit, es ist etwas, was First ist. Es ist etwas, was wirklich mit den Erstlingen zu tun hat. Es ist, wo Jesus von den Toten auferstand. Das ist die erste Nachricht, das ist die wichtigste Nachricht. Und es beginnt, der neue Bund in Christus beginnt mit dem ersten Tag der Woche. Halleluja. Wie wunderbar, dass Gott uns diese Erneuerung schenkt, dass wir nicht gebunden sind an Gesetze, sondern er schenkt Freiheit in diesem. Und er bringt diese neue Schöpfung am ersten Tag. Am ersten Tag wurden Himmel und Erde geschaffen und jetzt im neuen Bund am ersten Tag ist die neue Schöpfung. Und alles ist neu geworden. In Christus Jesus sind wir eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Interessant, das Zweite, die zweite gute Botschaft, gute Nachricht ist, die Bibel sagt, wenn wir lesen, eigentlich schon zwei Verse vorher, Vers 55 von Kapitel 23 von Lukas, es folgten aber die Frauen, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren und schauten das Grab an und wie sein Leib hineingelegt wurde. Dann kehrten sie um und bereiteten wohlriechende Öle und Salben zu. Um den Sabbat überruhten sie nach dem Gesetz, aber am ersten Tag der Woche sehr früh kamen sie und einige mit ihnen zum Grab und brachten die Salbe, die sie zubereitet haben. Interessant ist es, die Bibel zeigt, dass eigentlich, wo Jesus festgenommen wird, alle hauen ab. Nur Petrus haut zu. Alle hauen ab. Und nur Johannes ist mit der Mutter, sind noch unter dem Kreuz, aber bei der Grablegung wird kein einziger genannt, nur die Frauen. Die Frauen sind auch die, die Jesus unterstützen in seinem Dienst. Die Frauen sind die, die genannt werden in den Evangelien und auch in der Apostelgeschichte, namentlich bei denen, die mit den Jüngern waren. Jesus, und das ist die gute Neuigkeit, die zweite ist, dass die entwertet waren, diejenigen, die ausgegrenzt waren. Jesus bringt eine neue Hierarchie, eine neue Priorität, eine neue Schätzung von denen, die ausgesetzt waren, von denen, die außerhalb der Community waren. Die Frauen durften nicht im Tempel, die Frauen hatten keine politisch aktive Stimme, die Frauen hatten keine Autorität zu Hause. Selbst bei einer Ehescheidung war nur der Mann, wo das zählte, bei der Frau. Es war grausam eigentlich, wie die Frau dort im alten Bund zu war. Und Jesus kommt und mit der Auferstehung kommt eine neue Schätzung von diesen Kleinen, von diesen Ausgegrenzten, von den Frauen. Auf einmal diejenigen, die eigentlich keinen Wert haben, diejenigen, auf denen man nicht hörte, diejenigen, die keiner schätzte, auf einmal kommt Jesus und in seiner Haltung, in allen Evangelien, zeigt er eine neue Wertschätzung im Leben der Frau. Er zeigt ein neues, was ganz Neues. Wir als Leiter der Gemeinde, wir sind oft zu alten Bund zurückgekehrt, weil wir eine falsche Interpretation von den Briefen von Apostel Paulus gemacht haben und vergessen haben die Lehre Jesu über die Frauen. Und hier in der Auferstehung zeigt Jesus ganz klar die Schätzung, die Jesus gibt. Wo Petrus, er sieht das, er geht nach Hause und er grübelt nach, Maria nicht. Maria war da früh am Morgen und sie bleibt am Grab. Wo die Frauen, wo wir sehen immer wieder, und die Frauen, die mit Jesus waren, die Frauen, die mit Jesus gingen, die Frauen, die früh am Morgen waren, die Frauen, die das erkannt haben, die Frauen, die es sahen. Das Neue ist, dass jetzt auch die Frau, dass jetzt auch die Ausgegrenzten, dass jetzt die Kleinen in der Gemeinde Jesu Christi eine Wertschätzung haben. Es gibt keinen Unterschied mehr, ob jetzt Grieche oder Jude, kein Unterschied, ob Mann oder Frau, kein Unterschied, ob jung oder alt. Alle sind in Christus Jesus dieselbe neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Halleluja, alles ist neu geworden. Ich bin begeistert, wie Jesus das nimmt. Denn die dritte neue, wunderbare, gute Botschaft des leeren Grabes ist die neue Werkzeuge seiner Geschwister. Die Bibel sagt uns im Markus-Evangelium, die Frauen, sie kommen zum Grab, sie bringen all diese Düfte mit, sie bringen all das, was da ist, sie wollten Jesus salben und sie machten sich Sorgen, wie können wir den Stein wegrollen? Ihre Sorgen war, den Stein wegrollen vom Grab und ihre Utensilien waren die Salben für den Kadaver. Wo sie hinkamen, gab es kein Kadaver mehr und das Grab war offen. Wir sind oft im Neuen Testament, wir arbeiten mit dem alten Bund. Wir machen uns Sorgen
und wir bringen Salben für den Totenkörper. Wir merken auf gar nicht, wie sehr wir uns distanzieren von das, was Gott gemeint hat. Sie hatten gute Absichten, aber sie hatten die totale falsche Werkzeuge. Denn die Werkzeuge, die sie hatten, waren für den toten Körper. Aber Jesus Christus ist nicht tot, er ist auferstanden. Wir als Gemeinde Jesu Christi, wir haben neue Salbung. Wir haben eine neue Gefühle. Da, wo die Angst und die Sorgen waren, da haben wir jetzt Glauben. Und da, wo wir in dieser Gruft hinein uns die Salbung wollten für den Körper, da haben wir jetzt, da bringt Gott uns die Erneuerung, die wir haben, in der Autorität des Heiligen Geistes. Wir sind in Christus Jesus neu. Wir haben nicht mehr diese Sorgen, die die Welt hatte. Die die Welt hatte vor der Auferstehung Jesus. Vor der Auferstehung hatten die Jünger Angst. Vor der Auferstehung waren sie alle hinter verschlossenen Türen. Nach der Auferstehung, da wimmelte es nur von Christen auf die Straßen. Sie versuchten sie zu entfernen durch Kreuzigungen, durch Festnahme, durch Foltern. Keine Chance. Desto mehr sie töteten, mehr wurden sie. Sie hatten keine Angst mehr. Die neue Werkzeuge war der Glauben. Es war die Salbung im Heiligen Geist. Es war ein unerschrockener Glauben. Sie wussten, Jesus ist auferstanden. Wir haben eine neue Identität, Halleluja. Und das ist diese wunderbare neue Botschaft. Die vierte neue Botschaft ist, dass der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Der Tod wurde verschlungen vom Sieg, Halleluja. Geschwister, es ist nicht mehr mit dem Tod, haben wir keine Angst mehr. Der Tod ist die Siegeskrönung. Der Tod ist der Abschluss. Der Tod ist das, worauf wir eigentlich warten sollten. Wenn wir wüssten, wie wunderbar es beim Herrn ist, werden wir uns nicht mit Hände und Zähne an diesem Leben halten und wissen, Gott hat das Beste vorbereitet. Wir brauchen keine Angst zu haben. Jesus hat so oft zu den Jüngern gesagt, ich werde auferstehen. Aber sie haben es nicht kapiert, weil es nicht in ihrem Konzept passte. Es war das Konzept von dem toten Menschen. Und jetzt auf einmal ist Jesus vom Toten auferstanden und jetzt wissen sie nicht, was sie tun sollen. Es ist, obwohl sie danach strebten. Ein Prediger sagt einmal, es ist so wie ein Hund, der hinter ein Auto läuft. Und wenn das Auto stehen bleibt, weiß er nicht, was er tun soll. Ja? Wir sind oft in einem Selbsttrieb und wir merken gar nicht, wie sehr wir uns distanzieren. Wir haben diese neue, die Kraft in Christus Jesus. Wir haben der erste Tag der Woche, zweitens die Entmündigten, drittens die neuen Werkzeuge, viertens der Tod hat nicht mehr das letzte Wort und fünftens ein neues Feuer in der Liebe. Es wird in dem Neuen Testament zweimal das Wort, es ist sinnbildlich für Lagerfeuer gebraucht. Das erste Mal ist, wo Petrus sich wärmt, wo er sich distanziert, wo er Jesus verleugnet hat und er ist da an diesem Feuer. Und er schaut wahrscheinlich dieses Feuer an und wahrscheinlich hat dieses Feuer ihn immer erinnert, an wie er ist kein Diener Gottes mehr, er hat alles vermasselt, er hat gesündigt, er ist nicht mehr dabei, er ist nicht mehr in der Gemeinde. Vielleicht geht das vielen so. Das zweite Mal, wo Lagerfeuer genannt wird, ist, sehen wir in Johannes 21. Da ist Jesus am Strand mit einem Lagerfeuer. Und Petrus, er stürmt da hinein und Jesus kommt und fragt Petrus, Petrus, hast du mich lieb? In diesem Lagerfeuer wird dieses Feuer der Verleugnung in einen Feuer der neuen Hoffnung, Halleluja. In diesem Lagerfeuer stellt Jesus wieder her, in dem neuen Bund, unabhängig, was du angestellt hast, wie viel du gesündigt hast, wie viel Mal du gefallen bist, wie viel du falsch gemacht hast, wie viel du selbst dich anklagst und wie viel die Menschen dich verpönen, wie viel 100 Jahre du gefangen wirst bleiben, wie viel du getötet hast. In Christus Jesus sind wir alle eine neue Kreatur. Das Alte ist alles vergangen, alles ist neu geworden und Jesus kommt mit dem Merkmal der Liebe. Was früher im Alten Bund nicht genannt wird, sondern jetzt kommt Jesus ganz spezifisch und spricht über Liebe. Und dieses neue Feuer der Liebe entfacht bei diesem Halleluja leeren Grab. Und als sechstens, der Alltag wird zum Neutag. Jesus sagt, geht hin nach Galiläa. Galiläa waren ihre Kindheit. Galiläa waren die Kumpel der Arbeit. Galiläa waren die Arbeitskollegen. Galiläa waren die Behörden. Galiläa waren ihre Vergangenheit. Galiläa waren die Fettnäpfchen. Galiläa war, wo sie zu Hause waren. Galiläa, wo jeder sie kannte. Galiläa, wo sie alles falsch gemacht haben. Galiläa, wo ihr Alltag war. Und Jesus geht voran und sagt, geht nach Galiläa. Da, wo früher ihr diesen schlechtes Zeugnis hattet, da, wo ihr nicht wusstet, ihr geht jetzt wieder nach Galiläa. Nicht abhauen. Nicht einfach weggehen.
Der Gadarener, er sagt, Herr, ich will jetzt bei dir bleiben. Jesus sagt, nein, hier wo du bist, willst du ein Zeugnis sein. Das Neue durch dem leeren Grab wird sichtbar, wenn wir zurück nach Galiläa gehen. Da, wo die Menschen uns kennen, da, wo wir unseren Alltag haben, da, wo wir die Arbeit haben, da, wo wir oft das Klima nicht mögen, da, wo das alles so kompliziert ist, da, wo wir immer möchten abhauen, da ist Galiläa. Und da sagt Gott, das leere Grab befähigt euch, in einer übernatürlichen Form siegreich zu sein, selbst in Galiläa. Und das ist die Botschaft vom leeren Grab, das er uns gibt. Und als siebtes, der neue Bund in Gnade. Ab dem leeren Grab, alles ist möglich. Alles ist möglich ab dem neuen Grab. Die Jünger, wie oft hat Jesus gepredigt, hat gesagt, horch mal, ich werde auferstehen. Aber sie haben es nicht gecheckt. Sie dachten, das kann nicht sein. Ab dem neuen Bund kommt Jesus und sagt euch, ihr werdet tote Auferweckung. Und wenn jemand etwas Giftiges genommen hat, ihr werdet beten und er wird nicht sterben. Und wenn jemand dämonisch besessen ist, er wird befreit werden. Und wenn jemand schlechte Laune hat, er wird gute Laune haben. Das Neue Testament befähigt, es gibt keinen Dämon, nicht mal der schlechten Laune, der standhalten kann, wenn Jesus, Halleluja, der Auferstandene in uns ist. Und dann kommt diese Freude im Herrn, weil nicht mehr das Alte, nicht mehr der Kadaver, nicht mehr das Faule, nicht mehr das, das immer wieder jeden Tag gesalbt werden muss, damit das nicht so alt aussieht, sondern es ist der neue Mensch, der Mensch in Christus, der Mensch, der in Christus Jesus Neues. Wir haben die Verheißung Gottes. Und er zeigt uns diese wunderbaren sieben Botschaften des leeren Grabes. Am ersten Tag, Tag der Schöpfung, Tag der neuen Schöpfung, Tag des Herrn. Zweitens, die Ausgegrenzten, die Entmündigten, die Frauen. Drittens, neue Gefäße, neue Werkzeuge. Viertens, der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Fünftens, neues Feuer der Liebe. Sechstens, der Alltag wird ein Neutag. Und siebtens, der neue Bund in Gnade, alles ist möglich. Und das ist mein Gebet in deinem Leben. Es ist so gigantisch, was die Auferstehung in Christus. Und wenn wir wirklich einmal vor seiner Kraft, einmal in seiner Gegenwart sind, dann auf einmal ist all das, was wir machen uns Sorgen über die Existenz, wir machen uns Sorgen über unsere Arbeit, über unsere Eltern, wir machen uns Sorgen über das, was noch kommen mag, wir machen uns Sorgen und wir bringen Balsam mit, wir möchten erleichtern, dies erleichtern. Nein, in Christus Jesus sind wir neu. Wir brauchen keine Angst zu haben. Er führt uns in Kraft und in Wahrheit und wir dürfen, Halleluja, in Christus Jesus mehr als Überwinder sind. Amen. Oh Gloria, Vater im Himmel, danke. Danke, 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 Herr, für diesen neuen Bund, Herr, für das leere Grab, dass Jesus auferstanden ist. Oh Gloria, Herr, und dass das uns ganz neu in unserem Herzen ist, Herr. Und was für einen Bund du mit uns geschlossen hast und wie wir privilegiert sind, dass wir Kinder Gottes sind, sie mit dir gehen dürfen, Herr. Und du kennst wirklich jede Ebene, Herr, auch in unserem Herzen, Herr. Und Herr, dass wir es uns ganz neu bewusst sein möchte, dass wir mit Jesus mehr als Sieger und Überwinder sind. Herr, dass wir dieses Feuer Gottes haben können, Herr. Herr, dass wir siegreich sein können, dass wir lernen dürfen, ein Zeugnis, ein Segen sein, einen Unterschied zu machen. Herr, dass es zu sehen ist, dass wir Kinder Gottes sind. Herr, dass es zu sehen ist, dass Jesus in uns lebt. Wir haben seine Maßstäbe, dass die Liebe Gottes in unserem Herzen ist. Oh Herr, vergib uns, Herr, wenn wir so oft zu diskriminierend sind. Herr, wenn wir es gar nicht erkennen, wie lieb du jeden Einzelnen hast. Wie schnell unterschätzen wir, Herr, Situationen oder Menschen. Und ich bete, Herr, vergib es uns. Vergib da, wo wir uns abgewandt haben, wo wir uns distanziert haben. Herr, wo wir noch mit Salben zum leeren Grab, zum Grab kommen, aber noch gar nicht wissen, dass das leer ist. Herr, ich bete, Herr, vergib unsere falsche Einstellung, Herr. Und erfülle uns mit deiner Liebe, Herr. Erfülle uns, Herr, mit deiner Freude, mit deiner Kraft. Herr, und lass uns, dass wir in diesen deinen Segen gehen, wo immer du uns hinstellst. Dass das zu sehen ist, Herr, dass wir Kinder Gottes sind. Herr, dass Menschen erkennen können, Herr, deine Liebe ist so groß. Deine Liebe ist so viel mehr. Herr, und dass wir wirklich ergriffen werden von dieser Liebe. Nicht müde werden, nicht aufgeben, nicht in eigener Kraft gehen. Herr, nicht nur uns nach unseren eigenen Wünschen und Bedürfnissen gehen, sondern uns führen und leiden lassen von dir. Da, wo du uns hingestellt hast, dass wir leuchten dürfen für dich. Herr, dass dieses Licht brennen möchte, dass noch viele Menschen erkennen können, das Grab ist leer. Jesus ist der Sieger. Er ist wahrhaftig auferstanden. Oh, Gloria. Das dürfen wir glauben, annehmen und leben. Dafür lohnt
loben und preisen wir dich, legen diesen wunderbaren neuen Tag, den du uns schenkst, in deine Hände. Gehe du voran und lass, dass wir angeschlossen sind bei dir zum Lobpreis deiner herrlichen Gnade. Oh Gloria, in Jesu Namen. Amen.